Boah, nochmal ein Tunnel. Wir haben eigentlich bei solchen Kreuzungen bislang Tunnel eher, naja, wenig eingesetzt. Das ändere ich jetzt hier einfach mal. So, genau. Hier haben sie auch die Zuckerwatte schon dicht gemacht. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Na egal. Ich baue trotzdem mal ein... Was ist denn das hier? Zuckerwatte. Was hat mir da immer genommen bisher? Diese Lok mit diesem Strich. Das ist... Gibt's die nicht mehr? Wusch heißt die. Ach nee, hier. Oh, hab ich denn da gerade geguckt? Zuckerwatte, das ist schon auch wieder eine übelst lange Strecke, die der hier fahren muss. Um das abzuladen. Das gibt natürlich eine extrem schlechte Stationsbewertung dann für Zuckerwatte. Ja, es ist halt so, ne? Kann man nicht machen. Kann man nicht ändern, meinte ich natürlich. Hier werden ein paar Städte noch angebunden. Hier ist Krustyville. Ich denke mal, wir werden noch Sockville verbinden. Ach, das sind gleich zwei Städte. Okay, dann nutze ich das doch mal und baue das hier so. In das Einzugsgebiet beider Städte rein. Achso, das haben wir jetzt hier hinten bei dem gar nicht gemacht. Da. Mache ich das nochmal nach, obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass die Stadt hier groß in diese Richtung siedeln wird, aber da ist mir der Platz wenigstens fest dann zum Ausbau. Die kriegen bloß was Zweigleisiges, weil hier im Moment noch da unten ist was, ein bisschen was. Na gut, das entscheiden wir dann spontan, ob wir hier noch ausbauen. Unser bekanntes Feeder-System. Ne, das ist doof hier, das gefällt mir nie. Ich mach das gleich so hier. Und der. Zack. Das ist natürlich auch blöd, was ich jetzt hier gemacht habe. Das wird jetzt natürlich ein bisschen eng hier an der Stelle. Kann man jetzt nicht vermeiden, dass das so aussieht. Und hier dann wieder Tunnel drunter. So. Genau, hätten wir das, Signale stehen auch. Und dann machen wir noch Krustyville und dann denke ich mal, das ist auch erledigt. Ach guck mal, dieses Zeug hier alles her schleppen. Hier ist schon wieder übelst los, was los. Wahnsinn. Komischerweise wächst die Stadt davon kaum. Ich denke, das kommt immer drauf an. Naja, gut.
Das ist natürlich auch nicht so toll jetzt hier, aber... müssen wir irgendwie hinbekommen. Jetzt haben wir die 30 Millionen mal geknackt hier. Boah, noch 25 Jahre müssen wir noch. Abzweigen. Nee, das gefällt mir nicht an der Stelle. Ich lasse das mal ins R abzweigen. Das könnte besser funktionieren vom Platzbedarf her. Nee, das ist doof. Den lassen wir dort reinlaufen. Ich will auch keinen Tunnel bauen, ich will eine Brücke bauen, bitte. Passt hier wieder ein Tunnel hin? Ja, ne, ist dann zwar ein bisschen ein längerer Tunnel. Aufgrund der vorhandenen Situation, aber das sollte funktionieren. Ja, genau. Ne, die Signale stehen falsch hier. Das ist jetzt auch nicht so toll, weil jetzt hier diese Stadt kommt. Komm, wir reißen das Haus jetzt mal weg. Ja, zack. Du wirst halt obdachlos, mit Regal. Für die Wirtschaft musst du mal deine Bude umziehen. Ich mache hier mal die Brücke länger. So. Sieht doof aus, ich will es. Aber kann man jetzt nicht ändern. Na doch, eigentlich schon. Aber bleibt jetzt einfach so, wie es ist. Und jetzt haben wir hier eine Strecke und können da jetzt... Passagierdienstleistung fahren lassen. Na gut, Lumpyworth. Da können die Züge jetzt nicht unbedingt hin. Da lasse ich sie ab Chickiton fahren. Welcher war denn das jetzt? Artificial Paradise? Ultimate. Die Ultimate. Ja, die Ultimate. Achso, der ist schneller. 290. Was anderes, was noch schneller ist, haben wir leider nicht. Da hätten sie ruhig nochmal irgendwie was programmieren können. Ein Zug, der schneller ist, aber... Das war dann wohl wieder so das Ende der Fahnenstange, wie man so schön sagt. So, und die ganze Strecke wieder zurück. Und jetzt lasse ich hier natürlich noch den zweiten Zug fahren, der von hier hinten fährt. Der startet direkt bei Sillywood. Und dann können wir die beiden fahren lassen. Zack, wir fahren die zeitgleich, wenn nicht nichts dazwischen kommt. In einem gewissen Takt. So, und dann haben wir ja so ein bisschen Industrie. Gucken wir mal, womit wir anfangen. Hier unten könnte man eigentlich
Wenn man hier so zentral einen Bahnhof baut und dann ich baue hier erstmal eine Bushaltestelle und eine Strecke hier rüber nach Whittleton, dass die wenigstens von Dorf zu Dorf fahren können. Ich denke mal, alle Städte hier irgendwie ans Netz anzubinden, werden wahrscheinlich nicht schaffen, aber ist ja auch egal an der Stelle. Auf jeden Fall baue ich jetzt erstmal hier eine große Station hin. Mal gucken, vielleicht idealerweise sollen die Züge hier oben lang fahren. Weil ich glaube, wenn die dann erst hier rüberfahren und dann hier hoch, ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich egal. Aber ich hätte gern auch mal diese Strecke hier so ein bisschen genutzt. Wir können ja dann andere Industrie hier links fahren lassen, dass es dann so ein bisschen ausgeglichen ist. Ich baue einfach mal, was haben wir denn hier? Zuckerwatte, Batterien, Cola, Luftblasen, also im Prinzip alles. Wir können hier ja eigentlich mal eine Station bauen, wo alles kommt. Und dann werden wir mal dementsprechend lange Fieder bauen. Mal gucken, ob es funktioniert überhaupt. Das weiß ich gar nicht. Also wir haben Karamell, Luftblasen, Batterien. Nee, es ist Plastik. Das ist Karamell. Cola. Zuckerwatte. Zucker. 6 Stück, ne? Das ist ja dieses blöde Lied hier. Also muss ich einen 6er Bahnhof bauen, wie ich das sehe, oder? Oder? Ja, ne, doch. Müsste ein... Ja, ist ja natürlich das Depot hier blöd. Oh. Na gut, machen wir einfach... so hier. Ist natürlich jetzt eine lange Brücke, ist natürlich auch nicht so toll. Und das bauen wir einfach so hier. Das ist jetzt beides nicht so prickelnd. Ah, wir bauen jetzt hier mal eine Epic Feeder Station hin. Und zwar... Quatsch, Anzahl der Gleise 7. So, zack. Bang. Das ist es. Gespannt, wie man das dann auf dem Konto sieht, wenn man das hier in Betrieb genommen hat. Wahrscheinlich durch die lange Fahrzeit eher unwahrscheinlich. Was habe ich denn jetzt hier für einen Mist gebaut? Naja, das ist natürlich noch blöder hier. Oh, so. Naja gut, da fangen wir erstmal mit dem an, was hier so ein bisschen in der Nähe ist. Und bauen erstmal einen großen LKW-Ladeplatz, den wir mal hier hinten dran stellen. Dann ist das einfacher, falls wir mehrere Gleise dran bauen müssen. Können wir das symmetrisch machen, ohne dass wir gleich hier das ganze Ding umbauen müssen. Natürlich wieder die bekannte Einbahnstraßenregelung. Ihr kennt das ja mittlerweile zur Genüge. Habe ich jetzt Bushaltestellen gebaut? Oh, ich bin auch einfach so dumm.
Es ist nicht zu fassen.